Okay. Soll heißen, meine Sammelfiguren in diesem Spiel sind die kleinen hässlichen. Mir wird hier ein Gegenstand angezeigt, den ich aber nicht greifen kann. Flintmunition. Kann ich mich nicht irgendwie hinhocken? Wahrscheinlich nicht. Den Schlüssel hierfür habe ich nicht. Toll, ich hätte gar nicht darauf schießen müssen. Da komme ich nicht rein. Und in den Zwinger will ich eigentlich gar nicht. So, ich suche mal meinen Einsatzwagen raus. Ist das der? Ich guck mal kurz auf die Notiz. Sieben, vier, drei, neun. Jo. Gewerkschaft. Das sieht seltsam aus. Aber so ist es wohl gewollt. Ich muss da nochmal zurück, ob ich will oder nicht. Wo war das nochmal gleich? Wo war die Tür? Da war die Tür. Wie oft wurde schon geschrien? Zwei, dreimal bestimmt schon. Ja, ich, Schatz, vielleicht will ich doch keinen Hund. Toll, natürlich sind die frei. Okay, die sind nicht frei. Ich habe deren Leiden beendet. Ich war sehr human. Möchte ich meinen. Ich habe vom Zwinger was übersehen. Was habe ich denn da übersehen? Hochwertiges Schießpulver. Ich war geblendet von Hundesabba. Da. Ist versteckt. Soll ich das auch sehen? Leichenhalle klingt toll. Leichenhalle klingt fast so schön wie Kreissaal.
Du bleib da brav sitzen. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen. Männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Irgendein Tote hat also was in der Hand, das wir wahrscheinlich brauchen. Soll ich die jetzt einfach alle aufmachen, ja? Yippie! Da ist keiner. Hier ist bestimmt einer. Ich komme von der Seite nicht ran. Er hat den Schlüssel. Den Raupen. Ich wusste das! Ich wusste das! Ich wusste das! Scheiße! Mann, jetzt geh doch zugrunde. Mann! Hol ich mir wieder, Arschloch. Warum fressen die so viel? Gib mir mein Messer zurück, du Stück. Ich will nur ordentlich sein. Liegen da keine Füße drauf, ist da auch keiner drin. Goldene Regel. Ich habe mich vor seinem Schrei gerade mehr erschrocken als vor den Krabbelfiechern. Ich bin lieber vorsichtig. Ma'am? Oh Mann. Leben Sie noch, Ma'am? Eigentlich. Ist das vielleicht besser, die Alte da einfach drin zu lassen? So. Aber ich habe noch nicht alles gefunden. Warum habe ich nicht alles gefunden? Ich muss, glaube ich, doch die Oma hier rausholen. Ma'am, verstecken Sie etwas. Hä, was habe ich denn jetzt hier noch übersehen? Mal wieder aufräumen hier. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? War es das Fach mit den Käfern? Ach,
I don't get it. Was habe ich übersehen? In der Leichenhalle übersehe ich gerade etwas. Ich habe alles aufgemacht, was aufging. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht wichtig war. Doof. Doof, doof, doof. Erstmal ein bisschen strecken. Und ich brauche eigentlich mal wieder eine Speicherkiste. Wo gab es hier denn eine? Wir gehen da mal kurz durch. Metallkurbel. Ein ausgefallener Schlüssel. Komme ich eigentlich noch mal nach oben, wenn ich das möchte? Vermutlich nicht. Bin ich jetzt durch den Maschinenraum gelaufen? Nee, bin ich nicht. Ich hätte gedacht, dass die Metallkurbel jetzt vielleicht für den verschlossene Tür. Wir gehen mal da durch. Mikro mal ein bisschen in meine Richtung drehen. Warte. Einfach geradeaus. Puh, interessante Wesen, wie die immer kreischen. Komme ich jetzt wirklich wegen dem roten Kraut hierher? Ich war gerade Zeug aussortieren. Was ist das? Ein Film.
Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück. Ich kann bestimmt in die alte Polizeistation nochmal zurückgehen. Die Treppe wird ja nicht versperrt sein, oder? Ich habe hier immer noch, ich habe da gar nicht geguckt bei der verschlossenen Tür. Ein bisschen warm ist mir jetzt inzwischen. Tereus, hi, schön, dass du da bist. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich will jetzt mal gucken, ob ich wieder hoch kann. Oder ob der Zug im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren ist. Gibt es keinen Weg raus? Moment. Komme ich von hier aus nicht mehr zurück? Okay. Alles klar. Also geht's erstmal nur vorwärts. Ich werde das erstmal wegpacken. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal brauche. Zeitnah. Wo bin ich gerade? Ich weiß, ich habe gerade gespeichert. Ich speichere nochmal. Es ist warm. Super warm. Die Tür war verschlossen, verschlossen. Was brauchte ich denn dafür einen Schlüssel? Oder kann ich die nur von der anderen Seite aufmachen? Ich glaube, das ist so eine Tür, die ich von der anderen Seite aufmachen muss. Okay. Da brauche ich erst die Schallteile. Wie komme ich da hin? Ich muss da erstmal nochmal gucken gehen. Bin mir da nicht so sicher. Kann ich hier was wegräumen? Falls jemand einen Tipp hat, würde ich mich tatsächlich jetzt aufgeschlossen zeigen. Liegt da was? Halt, stopp. Ein blaues Kraut.
Wirkt als Gegengift. Die Killer und die Generatoren, ja. Das geht gerade vielen so. Ich soll was in der Leichenhalle übersehen haben. Okay. Ernsthaft? Aha. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich dachte, es wäre was Wichtigeres als ein rotes Kraut. Wie komme ich denn hier durch? Oh, das sehe ich jetzt erst. Was mache ich da? Ich habe die Kurbel gerade. Okay. Okay. Kilometergeld. Jeder Gang macht ja schlank. Das Wandern ist des Leons Lust. Das Wandern ist des Leons Lust. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Wunderschön. Nein. Was ausprobieren. Die Kurbel. Natürlich. Es ist ja immer so. Ich muss mal kurz was trinken, Leute. Der Durst. Ich trinke viel zu wenig. Und wieder hoch. Für die Doofen halt, ne? Für die, die gerne viel rennen. Ich weiß ja schon auswendig, wo ich hin muss. Ich laufe bestimmt falsch. Ja. Warum ist das hier eigentlich so offen? Für mich sieht das so aus, als könnten da irgendwann noch mal irgendwelche Köterchen reinkommen. Kiki geht schlafen. Ich versuche, die Viewer nicht ganz so viel anzuschreiben. Anzuschreiben. Dankeschön, Kiki. Schlaf schön. Verpacktes Elektronikteil. Falsches Menü.
Da ist schon wieder so ein Schacht. Da kommen doch gleich wieder Hunde raus. Ich weiß es genau. Ich höre sie schon knurren. Humpel, humpel. Speichert. Ich musste kurz überlegen. Ja? Ich kenne das auch nur so. Jeder Hund, den ich kenne, springt einfach über so eine Riesenzäune. Ich habe hier noch irgendwas übersehen. Wer sagt mir nicht was? Was könnte ich übersehen haben, Chat? Was? Ich hasse es, wenn der Raum am Ende immer noch rot ist. Und ich nicht weiß, was ich übersehen haben könnte. Hey, Alina Hina, danke, dass du kurz reingeschaut hast. Okay, also ich weiß nicht, was ich übersehen haben könnte. Ich sehe es nicht. Normalerweise zeigt er die Karte an, wenn man was übersehen hat. Und aber dran vorbeigelaufen ist. Ich weiß es nicht. Hey, mir geht's voll gut. Scheiß Hunde, scheiß Hunde, scheiß Hunde, scheiß Hunde. Ich schieße auf den falschen Hund. Hör mal auf, dich zu bewegen. Ich scheiß mich gerade ein. Alter, 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 alter Gänsehaut. Ich hasse alles. Wo bin ich? Ich bin wieder am Zwinger. Mir geht's gut, mir geht's gut. Mir geht's blendend. Oh Mann. Bin ich am Transpirieren? Du beschissene Scheiß. Hässliches! Wie Tontauben schießen. Ich wusste, dass diese Löcher überall was zu bedeuten haben.